Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie heute zur sechsten Folge unserer Reihe über romantische Liebesliteratur Europas. Wir haben davon gesprochen, dass die Liebesliteratur, die Liebeslyrik seit dem späten 18. Jahrhundert und dann im 19. und 20. Jahrhundert einen Großteil der Literatur in Europa ausmacht. Befeuert wurde sie eben von einem Liebesideal, einer Liebe zwischen Mann und Frau, wie sie in dem idealen Paar Faust und Gretchen von Goethe erscheint. Diese Beziehung zwischen den beiden ging ja zunächst schief im ersten Teil, aber im zweiten Teil hat dann das ewig Weibliche den Faust in den Himmel gerettet. Das letzte Mal haben wir dann uns diesem neuen Moment, das im späten 18. Jahrhundert erscheint, zugewandt, nämlich dem Moment der Verzeitlichung. Die Liebespaare unterscheiden sich durch eine unterschiedliche Stufe in ihrer Entwicklung, in der Entwicklung hin zu immer größerer Rationalität, Logik und Reflexivität. Wir haben das gesehen und beobachtet an dem Erziehungsroman Emile von Jean-Jacques Rousseau von 1762, wo dieses binäre Muster Mann-Frau auch ein zeitliches Nacheinander der beiden proklamiert hat. Heute wollen wir uns einem anderen Aspekt der modernen bürgerlichen romantischen Liebe zuwenden, nämlich dem der Komplementarität in Polarität. Das klingt kompliziert, bedeutet aber nichts anderes, dass Mann und Frau komplementär vorzustellen sind, zusammen ergänzen sie sich zu einer vollkommenen Einheit. Das sind die Sätze, die kennen Sie aus der Literatur, dann vor allem auch aus den Drehbüchern der Moderne. Du machst mich ganz. Ohne dich bin ich unvollständig, nur ein Teil. Du machst mich vollständig. Und dieser Grundgedanke, dass Mann und Frau und zwei Liebende zusammen erst ein ganzes Wesen ausmachen, kann sich berufen auf eine Anekdote, eine Geschichte, die Platon in seinem berühmten Symposion berichtet, einem Gastmahl, in dem Menschen, Männer zusammenkamen und über die Liebe gesprochen haben. Und einer von ihnen war Sokrates, und ein anderer, der griechische Komödiendichter Aristophanes. Und Aristophanes erzählte in diesem Symposium eine weltberühmte Geschichte, nämlich die Geschichte von den Kugelwesen. Am Anfang der Welt gab es Wesen, die waren wie Kugeln geformt. Sie hatten vier Arme, Entschuldigung, vier Beine, zwei Köpfe und sie waren am Rücken zusammengewachsen und schauten dabei in verschiedene Richtungen. Dieses Kugelwesen war so glücklich, dass es übermütig wurde und Zeus glaubte, es bestrafen zu müssen. Er ließ es teilen, und zwar in zwei Teile genau am Rücken hindurch, und diese zwei Teile liefen nun nach der Teilung auseinander, ohne sich umgedreht zu haben und sich gesehen zu haben. Und so liefen diese zwei Teile, die man dann noch entsprechend arrangierte, die Arme und Beine, ihr ganzes Leben durch die Welt, ohne das andere Wesen kennengelernt zu haben, mit dem sie zusammen eine Einheit darstellen. Sie waren in zwei Teile zerbrochen, die Menschen, aus dieser Einheit Kugeln. Und für Platon war es möglich, dass diese zwei Lebewesen gemischt geschlechtlich waren, aber auch gleichgeschlechtlich. Also das Kugelwesen konnte am Anfang bestehen aus einem Mann und einer Frau,
aber auch zwei Frauen waren möglich oder zwei Männer. Diese Möglichkeit wurde dann im Christentum immer stärker eingeschränkt und zum Schluss blieb im 18. und 19. Jahrhundert nur noch die binäre Geschlechtlichkeit von Mann und Frau übrig, die nun biologisch festgeschrieben worden war. Heute ist das sicher anders, aber im späten 18. und vor allem dann im 19. Jahrhundert gab es nur zwei akzeptierte Geschlechter, Mann und Frau. Und zusammen ergänzten sie sich in Komplementarität zu einer Einheit im Idealfall, wenn die richtigen Wesen sich trafen. Was dem einen fehlte, ergänzte der andere. Wichtig dabei war, dass diese beiden Wesen polar verfasst waren. Das heißt, sie widersprachen sich. Und das ist nun genau die Zeit um 1800, in der in der Philosophie die Dialektik erfunden wurde, von Fichte und von Hegel dann übernommen worden ist. Und das bedeutete, dass nun die beiden Geschlechter, die sich ergänzten, vollkommen gegensätzlich sein mussten im idealen Fall. Das ist der Spruch, was ich lieb, das neckt sich. Streit, Auseinandersetzung, Versöhnung ist ein altes Modell, kennen wir schon bei Shakespeare. Aber nun wird es in eine neue, dialektisch komplementäre Beziehung gestellt. Wir werden uns das auch noch mal an einer anderen Stelle genauer angucken. Gegensätze ziehen sich an. Der eine Pol kann ohne den anderen nicht existieren. Er ist wie die Plus- und Minuspole einer elektrischen Spannung. Und nun, genau in dieser Zeit wird eben in den Naturwissenschaften die Elektrizität, die Spannung erfunden, gefunden, haben viele gesagt. Oder in anderen Worten eine Sonderform, der sogenannte Magnetismus. Und diese Geschichte, die wir sozusagen in den Naturwissenschaften diskutiert finden in der Zeit, die wirkt sich dann auch aus auf die Literatur, auf die romantische Literatur und gerade auch auf die Liebesbeziehung, die in dieser Literatur diskutiert wird. Die Geschichte der elektrischen positiven und negativen Ladung beginnt 1733 mit Charles de Fay. 1752 erfindet Benjamin Franklin den Blitzableiter. 1770 Luigi Galvani die tierische Elektrizität. Und 1775-80 Alessandro Volta entwickelt das weiter zur erstmaligen Stromerzeugung ohne Reibung. Ende des 18. Jahrhunderts wird nun ein Gesetz entwickelt zur Beschreibung dieser Kraft zwischen zwei Polen, die elektrische Ladung. Und das ist so populär gewesen in der Zeit, wurde so diskutiert, öffentlichkeitswirksame Experimente wurden durchgeführt und einem breiteren Publikum nahegebracht, dass dann auch eben die Schriftsteller davon Notiz nahmen und dieses Thema aufgriffen. Ein ganz berühmter Autor, der immer wieder die Beziehung zwischen Mann und Frau als eine elektrische beschrieben hat, ist E.T.H. Hoffmann. Die Emotionen der Liebenden gleichen in seinen schriftstellerischen Werken dem elektrischen Auf- und Entladen von Spannungen. Zum Beispiel spricht er in Kater Murr vom elektrischen Schlag oder vom elektrischen Hauch und in den Abenteuern der Silvesternacht von den elektrischen Feuerstrahlen, die den Kontakt der Liebenden beschreiben. Ein ganzes Feuerwerk von elektrischen Schlägen,
kennzeichnet den Kontakt von Lebenden. Und die beiden stehen sozusagen unter Strom und wenn sie aufeinandertreffen, dann explodiert diese Ladung sozusagen. Es gibt einen sehr schönen Aufsatz von Rupert Garderer, Liebe im Zeitalter der Elektrizität bei Etia Hoffmann, die Homines Electrificati, ein Aufsatz von 2007, den ich Ihnen nur empfehlen kann. Und da beschreibt er zum Beispiel, wie in Der Brautwahl von 1820 Albertine nun Edmund ihre Liebe gesteht und sagt, ja, Edmund, ewig, ewig werde ich dich lieben. Gedankenstrich, ein elektrischer Schlag. Edmund drückt sie an die Brust, es rauscht und knistert. Ein ganzes Feuerwerk von elektrischen Schlägen explodiert. Albertine ist in dieser Geschichte die Venus Electrificata, also die elektrifizierte Venus. Wenn Edmund sie berührt, dann schließt sich der Stromkreis. Genauso geht es Giulietta und Erasmus in den Abenteuern in der Silvesternacht, eine Erzählung von 1815 und es gibt unendlich viele Geschichten von E.T.A. Hoffmann, wo das die Beziehung zwischen Mann und Frau so beschrieben wird, also von Liebenden. Zum Beispiel auch in Der Brautwahl, eine Geschichte, in der mehrere ganz unwahrscheinliche Abenteuer vorkommen. Das ist eine Geschichte, die E.T.A. Hoffmann 1819 veröffentlicht hat. Ein Zitat. Du wirst es, viel geneigter Leser, ganz gewiss selbst erfahren haben, dass, ist man verliebt, es oftmals durchaus nötig wird, um allen Beteuerungen, allen süßen, schmachtenden Worten und Redensarten, allem sehnsüchtigen Wünschen die gehörige Kraft zu geben, so dass sie eindringen, mit unwiderstehlicher Gewalt ins tiefste Herz, die Hand der Geliebten zu fassen, zu drücken, zu küssen und dass dann im Liebkosen wie Vermöge eines elektrischen Prinzips unvermutet Lipp an Lippe schlägt und dies Prinzip sich entlädt im glühenden Feuerstrom des süßesten Kusses. Die elektrische Spannung zwischen Mann und Frau wird aufgegriffen und variiert durch einen Wissenschaftler, Franz Anton Mesmer, gelebt hat er zwischen 1734 und 1815, und der hat eine elektromagnetische Kraft im Menschen propagiert, die wie die elektrischen Ströme, die Magnetfelder entstehen lassen, funktionieren. Das war der sogenannte animalische Magnetismus, auch Mesmerismus genannt, von animalisch, von Animal, Lebewesen, Tier. Davon wurde eine Heilmethode abgeleitet, der Hypnotismus, die Hypnose oder auch, wie man es nannte, das Mesmerisieren. Und damals war es durchaus üblich, Magnete einzusetzen bei Patienten, die man auf diese Weise heilen wollte. Mesmer glaubte, dass ein unsichtbares Fluidum die Organe steuere, die Nerven und die Muskeln. Dieses Fluidum konnte nun von Heilern beeinflusst werden, zugunsten des erkrankten Menschen, denn wenn das Fluidum ins Stocken geriet, dann wurde der Mensch krank. Und so versuchten sogenannte Magnetiseure, diese Stockung zu lösen. Manchmal konnte auch dieses Fluidum von ganz besonderen Menschen ausgestrahlt werden. Und die Therapie war nun, dass man Hand auflegte, Magnete anwandte oder auch Hypnosetechniken, die einen künstlich erzeugten Schlaf hervorriefen, eine veränderte Bewusstseinshaltung. Und das ist nun eben auch ein sehr beliebtes Thema in der romantischen Literatur geworden.
jemanden in den hypnotischen Schlaf zu versetzen, ihn auszufragen und damit Macht über ihn zu gewinnen. E.T.A. Hoffmann beschreibt das zum Beispiel in der Erzählung Der Magnetiseur von 1813-14. Ein Arzt, der mittels mesmerischer Hypnose Macht ausübt auf eine Frau. Auch Kleist hat dieses Motiv aufgegriffen in Somnambulismus, zum Beispiel in der Komödie Käthchen von Heilbronn wird erzählt, wie Wetter von Strahl die schlafwandelnde, träumende Käthchen ausfragt. Und das ist also ein ganz beliebtes Motiv auch in der damaligen Literatur gewesen. Ein Schüler Mesmers, Marquis de Puységur, hat in den 1780er Jahren dann diese Methode weitergeführt und den Somnambulismus künstlich herbeigeführt und war damit der Begründer der Hypnotherapie. Und das wiederum rief einen Moment hervor, was dann auch eine wichtige Rolle in der Literatur spielt, nämlich die dunkle Seite des Mesmerismus, die dunkle Seite dieses Fluidums, was die Menschen beeinflusste, die sogenannte Nachtseite der menschlichen Natur, wenn das Unbewusste über das Bewusstsein dominiert. Wir werden über die Erfindung des Unbewussten um 1800 noch uns mal extra kümmern müssen in dieser Season. Dieses Unbewusste und das Handhaben, das Umgehen damit, in falsche Hände geraten, konnte das sehr gefährlich sein für die Personen, wenn sie eben nicht bei Sinnen waren und damit manipulierbar. Edgar Allan Poe ist ein Autor, dem wir uns auch zuwenden werden in einer späteren Zeitsetzung, hat dieses Moment beschrieben, Menschen, die dieses Moment auslösen, die Nachtseite hervorrufen und Menschen in ihrer Macht unterwerfen. Kehren wir zum Ausgangspunkt zurück. Komplementarität in Polarität. Die neue Beziehung zwischen Mann und Frau ist nun beschreibbar wie eine elektrische Spannung, wie ein Fluidum zwischen ihnen, etwas Unsichtbares, was sie verbindet, und zwar in Gegensätzlichkeit. Die Gegensätze, unterschiedliche Identitäten, Wesenheiten stoßen aufeinander wie Plus- und Minuspole, ziehen sich an, ergänzen sich, der Strom fließt. Rousseau beschreibt das in Emile noch so: Eine vollkommene Frau und ein vollkommener Mann dürfen sich im Geist ebenso wenig gleichen wie im Antlitz. Komplementarität in Polarität. Ich muss einen kleinen Exkurs machen. Der Begriff Komplementarität taucht auch häufig auf, wenn man versucht, ein wesentliches Moment asiatischen Denkens zu beschreiben, also das sogenannte Yin-Yang-Prinzip. Doch das Yin-Yang-Prinzip ist etwas vollkommen anderes als das, was wir eben in der romantischen Liebesbeziehung finden. Zunächst einmal, also Yang ist immer das Helle, Hohe, Harte, Heiße, das Positive, das Aktive, das Bewegte und auch das Männliche. Yin ist das Dunkle, Weiche, Feuchte, Kalte, das Negative, das Passive, das Ruhige, das Weibliche. Das klingt sehr ähnlich wie das, was ich bei der romantischen Liebe beschrieben habe. Aber diese beiden gegensätzlichen Prinzipien sind keine Wesenheiten, sind keine Identitäten und schon gar nicht sind sie auf Mann und Frau eindeutig zuschreibbar. Sie sind eher gedacht wie etwas, was sich auf rhythmische Art ablöst, wechselweise in Vordergrund tritt und
eben nicht biologisch definiert werden kann, überhaupt nicht definiert und festgeschrieben werden kann. Es sind wie Komponenten eines ewigen Kreislaufes von Bewegung und Ruhe in ewiger Wandlung als Prozess zu denken. Eher wie ein Strom, der an manchen Stellen wärmer und an manchen Stellen kälter ist, den man aber nicht teilen kann in einen warmen Strom und einen kalten Strom. Und deswegen sind Yin und Yang sowohl in Mann und Frau vorhanden, nur in unterschiedlicher Mischverhältnis. Das kann sich auch ständig ändern. Ganz anders ist es eben in Europa, die Komplementarität in Polarität, wie sie im späten 18. Jahrhundert entsteht und dann im 19. Ausgeweitet wird, ist wirklich eine biologische Identität. Wir gehen nochmal auf die Naturwissenschaften der Zeit. 1827 entdeckt Karl Ernst von Baer die weibliche Eizelle. Und damit ist nun zum ersten Mal in der Geschichte Europas etwas gefunden worden, was der Frau eine gleichberechtigte Rolle bei der Erzeugung von Kindern zuspricht. Von nun an erst sind Eizelle und Samen gemeinsam verantwortlich dafür, dass nun ein Kind entstehen kann. In den Zeiten früher hatte man gedacht, dass die Spermien des Mannes den vollständigen Embryo enthalten. Und die Frau ist nur der Nährboden, sozusagen ein Hohlraum, die fruchtbare Erde, die dieses Kind dann in den 9 Monaten nährt. Daher kommt auch der Begriff Samenzelle, eben diese Zelle, die das befruchtende und das Kind in sich trägt und dann eben der Mutter sozusagen übergibt, dass sie dann nähren, empfangen und nähren soll. Ich finde eine sehr witzige Geschichte immer noch von René Descartes, dass er sich vorgestellt hat, also wir haben so einen Nährboden im Leib der Mutter und da wird nun der männliche Samen reingelegt und es entstehen jetzt Kinder. Nur die große Frage war für ihn, wie kann es sein, wenn der Mann einen männlichen Samen in die Frau hineinlegt, dass es dann auch weibliche Kinder geben kann. Und er hat eine ganz einfache Lösung gefunden. Er hat gesagt, es gibt Frauen, deren Raum, in dem das Kind empfangen wird, so eng ist, dass dieser Raum die Entwicklung des Embryos beeinträchtigt und sozusagen in den 9 Monaten das männliche Genital wegdrückt, sodass dann halt Frauen entstehen. Das ist eine Theorie von ihm, die nicht so lange standgehalten hat, aber eigentlich eben immer noch bis ins frühe 19. Jahrhundert diskutiert wurde. Erst 1842 hat man dann unter dem Mikroskop das Eindringen des Spermas in eine Eizelle beobachten können. Und damit war klar, damit ein Kind entstehen kann, braucht es beide, sowohl Mann und Frau, die Gleichberechtigung der Geschlechter, hatte sich durchgesetzt einerseits, aber andererseits eben auch ihre Polarität, Spermium und Eizelle als zwei biologisch zu unterscheidende Momente. Ich möchte enden mit einem Zitat von Friedrich Schlegel aus dem Roman Lucinde. Komplementarität in Polarität. Wir leben und lieben bis zur Vernichtung. Und wenn die Liebe es ist, die uns erst zu wahren, vollständigen Menschen macht, das Leben des Lebens ist, so darf auch sie wohl die Widersprüche nicht scheuen. So wenig wie das Leben und die Menschheit, so wird auch ihr Frieden
nur auf dem Streit der Kräfte folgen. Diese komplementäre Einheit, Einheit in Komplementarität, ist eine Einheit, die über den Tod hinausgeht. Und diesen Moment der ewigen Liebe über den Tod hinaus wollen wir uns das nächste Mal widmen.